Hallo ihr Lieben, mein Name ist Pierre Frank und das hier ist mein Videoblog. Und hier beantworte ich gerne all eure Fragen. Und deswegen, wenn ihr auch eine Frage habt, dann schreibt einfach hier unter diesem Video euren Kommentar hinein, diskutiert miteinander oder stellt eben eine Frage auch an mich, die ich dann auch gerne beantworten möchte. Heute möchte ich ganz gerne über eine Frage mit euch reden, die sehr, sehr oft jetzt in letzter Zeit an mich gestellt worden ist. Und zwar, das betrifft das Umfeld. Was mache ich eigentlich, wenn mein Umfeld nicht sehr förderlich für mich ist, wenn mein Umfeld mich bremst oder blockiert und ich einfach mir schwer tue, mich gegen mein Umfeld mich durchzusetzen, damit meine Entwicklung vorankommt. Und da ist die Frage einerseits, ja, ist das denn wirklich so störend, so ein Umfeld zu haben? Aber die viel drängendere Frage war, wie kann ich das denn eigentlich ändern? Kann ich daran irgendwas tun? Ich meine, wie soll ich denn mein Umfeld verändern? Das geht doch gar nicht, oder? Also das ist doch eigentlich sehr ungerecht. Nun, die Frage ist in der Tat sehr, sehr wesentlich, weil unser Umfeld sehr wichtig ist für unser Vorankommen. In der Tat ist es so, wenn unser Umfeld uns unterstützt, motiviert, kraftvoll ist, an uns glaubt, das schenkt uns selber so viel Urvertrauen, dass es uns leicht fällt, Schritt für Schritt voranzugehen und eine Geschwindigkeit aufzunehmen in unserer persönlichen Entwicklung und Ziele zu erreichen, die wir vorher gar nicht geahnt haben. Und wenn wir dagegen ein Umfeld haben, das uns gerne da halten möchte, wo wir gerade sind, das uns bremst und blockiert und sagt, jetzt sei doch mal zufrieden und ist doch genug, was du hast. Oder aber vielleicht sogar uns persönlich kritisiert, also uns selbst gar nicht gut findet, also das, was wir tun, nicht toll ist. Vielleicht wir das Gefühl bekommen, wir sind gar nicht liebenswert. Dann ist so ein Umfeld natürlich extremst bremsend für unsere Entwicklung und wir werden ständig kämpfen müssen. Wir werden also ganz viel Energie verbrauchen, um überhaupt erstmal über diesen Schatten von uns selbst herausspringen zu können. Also das Umfeld ist sehr wichtig und sehr wesentlich für unsere Veränderung und deswegen werde ich euch am Ende von diesem Video eine ganz geniale Übung zeigen, wie wir es tatsächlich schaffen, unser Umfeld etwas zu wandeln, damit wir mehr Befürworter in unserem Umfeld haben und weniger Kritiker, damit wir also auch selber fließend leicht eine Entwicklung annehmen können. Ich sage aber gleich voraus bei dieser Übung, die wirklich außergewöhnlich gut ist, aber nur dann, wenn du sie auch wirklich machst. Ja? Also, zu dieser Übung kommen wir gleich. Zuerst möchte ich noch mal ganz kurz mit euch darüber reden, wie bauen wir überhaupt uns so ein Umfeld auf? Ist doch merkwürdig. Also wir haben ja ein Umfeld, wir sind doch erwachsene Menschen und dennoch haben wir Menschen um uns herum, die uns bremsen, kritisieren. Warum? Die uns nicht so akzeptieren, wie wir sind. Warum haben wir so ein Umfeld? Ist das Zufall? Haben wir das gebaut? Ist das überhaupt gerecht? So, also ja, wir selber haben es gebaut und wissen es zum Teil gar nicht, dass wir Verursacher sind, warum wir diese Menschen in unser Leben gezogen haben. Und unser Umfeld oder die Quelle, die Basis, warum wir so ein Umfeld gebaut haben, liegt schon lange, lange, lange zurück. Es ist nämlich so, dass alles, was wir automatisiert tun, auch das, was wir intuitiv tun, basiert auf jahrelanger Übung. Also wir haben jahrelang geübt, dass wir tatsächlich automatisiert Dinge tun, basiert natürlich auch auf Erfahrungen, die wir immer und immer wieder ganz ähnlich gemacht haben. Und das wiederum begründet, dass wir gewisse Annahmen voraussetzen, wie das Leben funktioniert. Wir hinterfragen gewisse Dinge gar nicht mehr, sondern wir tun sie einfach, eben automatisiert und intuitiv. Ich sage euch ein ganz einfaches, banales Beispiel. Wenn wir an der Ampel stehen und es ist rot, warten wir, bis es grün wird. Also wir gehen davon aus, dass es grün wird. Wir hinterfragen das gar nicht. Wenn jemand zum ersten Mal da wäre, der sagt, warum bleibst du denn stehen? Was machen wir hier? Wir machen das bereits automatisiert. Oder zum Beispiel, wenn Jahreszeiten sich wandeln, dann nehmen wir das ganz automatisch hin und passen uns ganz automatisch dem Frühling, dem Herbst, dem Sommer, passen wir uns an. Auch unser Umfeld passt sich dem an und es wird gar nicht hinterfragt, was wir alles tun.
Nun gibt es aber ganz andere Dinge, die wir ebenso automatisiert tun. Wenn zum Beispiel wir in unserer Kindheit zum Beispiel erfahren haben, dass wir nicht sonderlich liebenswert sind, dass wir ganz viele Dinge tun müssen, damit wir tatsächlich geliebt werden, dann ist das unsere Welt, die sich tatsächlich so aufbaut. Das heißt, wir gehen davon aus, das ist unsere Annahme, in unserer Welt muss ich ganz viel tun, damit man geliebt wird. Oder wenn uns vorgelebt worden ist, du musst hart arbeiten, um Geld zu verdienen, ist das unsere Grundvoraussetzung. So ist unsere Weltanschauung. Und das betrifft natürlich jetzt nicht nur meine Auffassung davon, ich muss hart arbeiten, um Geld zu verdienen, sondern das betrifft natürlich ganz, ganz vieles. Also deine Eltern haben mehr oder weniger vorbestimmt, in welchem Stadtviertel du aufwächst, in welcher Religion du aufwächst, welche Schule du besuchst, welchen Sportverein. Das heißt, all das hat dich extremst geprägt. Einmal die ganzen innerlichen Werte, die deine Eltern dir vermittelt haben. Du bist liebenswert, du bist wundervoll, du bist außergewöhnlich, du bist ein Geschenk, du kannst alles, du bist ein Genie. Oder, oh ja, du bist halt schwach, mein Gott, du hast zwei linke Hände, naja, wer soll dich schon mögen, etc., etc. Also das ist zu unserer Wahrheit geworden, zu unserer inneren Wahrheit. Das muss gar nicht der absoluten Wahrheit entsprechen, sondern wir haben es assimiliert. Wir haben es angenommen als unsere persönliche Wahrheit und verhalten uns dementsprechend. Und daraus bildet sich auch die Annahme, dass unser Leben künftig so verlaufen wird. Automatisch, intuitiv. Und das heißt, auch heute noch gehen wir einfach davon aus, dass unser Leben genau so verläuft und verlaufen wird. Wir hinterfragen das gar nicht. Und wir haben natürlich ganz viele solcher unbewussten, angenommenen Programme für uns entwickelt und bauen dementsprechend nach dem Gesetz der Resonanz, Gleiches zieht Gleiches an, bauen wir unser Umfeld. Bauen hört sich vielleicht hochtragend an. Das heißt nichts anderes, wir treffen Menschen, die gleichschwingend sind, die also uns bestätigen in dem, dass wir nichts können oder die uns bestätigen, ja, du bist ein Genie. Das bedeutet tatsächlich, wir werden von außen immer nur in dem Maße bestätigt, was wir innerlich auch tatsächlich von uns denken und fühlen. Und wir finden natürlich auch Leute, die die gleichen Weltanschauungen haben. Wir haben dann wahrscheinlich auch Leute um uns herum, wenn ich denke, ich muss hart arbeiten, um Geld zu verdienen, werde ich viele Menschen um mich herum haben, die ähnlich denken. Gleiches zieht Gleiches an. Und nachdem man dann natürlich nicht alle Menschen die gleichen Eltern haben und die gleiche Erziehung und die gleiche Grundvoraussetzung genossen haben, sondern ganz andere, gibt es natürlich verschiedene Lebensauffassungswolken, Lebensanschauungswolken, so kleine Blasen. Also unsere Blase kann vielleicht sein, ich muss hart arbeiten, um Geld zu verdienen, und sonntags habe ich dann frei und dann habe ich 14 Tage Urlaub, aber es kann auch eine ganz andere Blase geben. Eine ganz andere Lebensanschauungswolke, die da heißt, ich muss überhaupt nicht arbeiten, um Geld zu verdienen. Geld ist einfach da. Ich lasse Geld für mich arbeiten. So, und dann werden wir wahrscheinlich in unserer kleinen Lebensanschauungswolke, werden wir lauter Menschen um uns herum haben, die uns darin bestätigen. Ja, wir müssen arbeiten und malochen. Und meistens haben wir dann in dieser Wolke auch noch die Anschauung, dass viel Geld verdirbt den Charakter und wer ganz viel Geld hat, das ist ein schlechter Mensch, weil der hat es an anderen Leuten weggenommen und so weiter. Die andere Lebensanschauungswolke, die lebt wahrscheinlich ganz anders und prächtig, die lässt das Geld für sich arbeiten und natürlich hat dieser Mensch dann wiederum ein Umfeld, das ihn darin bestärkt, das ihm Tipps gibt, wie man gerade Geld genial anlegen kann, wie man das Geld vermehren kann und tatsächlich, der tut gar nichts. Und so gibt es natürlich ganz viele solche Lebensanschauungswolken, die alle parallel miteinander leben. Je nachdem, welche Religion man hat, es kann dann eigene Lebensanschauungswolken geben, auch allein in welchen Ländern wir aufgewachsen sind. Auch da, obwohl wir vielleicht mit diesem anderen Menschen als mit unserem Nachbarn direkt leben, lebt ihr in einer ganz anderen Lebensanschauungswolke als wir. Und also es gibt viele, viele solche Anschauungswolken und jede bestimmt sein Leben für sich selber. Wir glauben aber, dass wir in unserer Wolke es richtig sehen. Das ist unsere Meinung. Es ist eben automatisiert. Es ist initialisiert. All das, was wir tun, tun wir intuitiv. Und da entsteht natürlich die Frage, ja, es ist ja super gut. Also jetzt habe ich 20, 30, 40 Jahre lang, also mehr oder weniger in so meiner persönlichen Lebensanschauungswolke gelebt. Super, wie komme ich denn da wieder raus?
Das ist auf den ersten Blick anscheinend gar nicht so einfach, weil ja natürlich die verschiedenen Lebensanschauungswolken sich eigentlich nicht besonders mögen. Die vertragen sich eigentlich gar nicht. Ist ja klar. Verschiedene Religionen wissen wir, nee, das geht schon mal gar nicht. Allein schon mit heiraten ist kompliziert und so weiter. Aber auch verschiedene Länder, die vertragen sich auch nicht. Aber auch wenn wir verschiedene Auffassungen vom Leben haben, zum Beispiel was Geldverdienen betrifft. Auch da ist es so, die vertragen sich nicht sonderlich, weil jeder von dem anderen eine geringschätzige Meinung hat. Und deswegen scheint es auf den ersten Blick ganz schön schwierig zu sein, sozusagen sein persönliches eigenes Umfeld etwas zu transformieren, etwas zu verändern. Und dennoch ist es relativ einfach. Aber der erste Punkt überhaupt ist, dass wir anerkennen, dass ich Täter bin, dass ich nicht Opfer bin. Ich bin nicht Opfer meiner Umfeld, da habe ich halt Pech gehabt in diesem Leben, sondern ich habe mir als erwachsener Mensch andere Menschen herausgesucht, die mein Leben begleiten. Ich habe sie herausgesucht. Natürlich gibt es viele von denen, die wir nicht so leicht ändern können, vielleicht unsere direkten Verwandten, unsere Eltern etc. Aber unser eigentliches Leben wird nicht von den Eltern bestimmt, sondern unser eigentliches Leben wird ja bestimmt von Freunden, von Bekannten, von Arbeitskollegen etc. Also heute haben wir ja eigentlich eine Wahlgemeinschaft. Wir bilden heute unsere eigene neue Familie aus und die fußt meistens auf Freunde und Bekannten oder Arbeitskollegen. Das heißt, wir bauen tatsächlich unser Umfeld. Eben unbewusst, eben intuitiv, anhand von dem, wovon wir tief in uns überzeugt sind und was wir vom Leben annehmen, wie es sich entwickeln wird. So, und nun kommen wir zu unserer Übung, denn man kann tatsächlich sehr, sehr gut das Umfeld wandeln und verändern. Und dies machen wir folgendermaßen. Wenn wir ein Feld haben wollen, wo wir sagen, ich will mehr Menschen um mich herum haben, die mich unterstützen und motivieren und fördern, die auch wollen, dass ich mich weiterentwickle, dann tun wir Folgendes. Also, wir schreiben einmal all die Menschen auf, die täglich mit dir zusammen sind oder wöchentlich oder monatlich, aber die Menschen, die dich umgeben, die du immer wieder mal triffst. Also, da schreibst du all die Vornamen auf. Die Nachnamen sind gar nicht so interessant, es sei denn, du hast gerade zwei Petra, Petra Bauer und Petra Behringer. So, dann musst du vielleicht mehr dazu schreiben. Aber ansonsten schreibst du einfach nur die Vornamen hin. Petra, Hannelore, Manfred, Thomas, Viktoria. So. Und es können 10 sein, 20 sein, 30 sein, 40 sein. Du wirst erstaunt sein, wie viele Menschen dein Leben begleiten und sich mit dir abgeben. Da werden Menschen dabei sein, die ganz viel mit dir zusammen sind und auch Menschen, die vielleicht weniger mit dir zusammen sind. Auch die schreib bitte auf. Da kann also auch plötzlich auch die Verkäuferin sein, mit der du ab und zu mal einen netten Plausch hast. Es gibt also ganz viele Menschen, die da plötzlich Platz finden werden und du wirst sehen, dann können es schon 30, 40, 50 Menschen sein, die auf deiner Liste Platz finden. Also, alle Menschen, die täglich, wöchentlich, monatlich, immer wiederkehrend mit dir irgendwie zu tun haben. Also nicht die einmal sich gestreift haben und nie wieder. Aber es kann natürlich auch eine Begegnung sein, wo du immer wieder denkst, mein Gott, vor 7 Jahren habe ich die damals im Urlaub kennengelernt oder ihn kennengelernt. Das war ein super interessanter Mensch und ich habe den gar nicht mehr, mich gar nicht mehr. Also auch so eine Person, wo du sagst, da gab es eine Berührung, da gab es was, was mich beseelt hat oder so. Auch die schreib bitte auf. Also. Wenn du das gemacht hast, wenn auf dieser Liste also all die Menschen stehen, dann gibst du jetzt diesen Menschen rechts daneben Adjektive. Also, wie sind diese Menschen für dich? Motivierend, fördernd, bremsend, blockierend? Ziehen sie dich herunter? Kosten sie dich Energie? Rauben sie dir Kraft? Fühlst du dich wohl mit ihnen? Hast du danach ein besseres Gefühl? Hast du danach ein schlechteres Gefühl? Also all das schreibst du jetzt direkt daneben, rechts daneben. Und zwar das Erste, was dir einfällt, wird meistens stimmen. Also überleg nicht lange, nee, das ist ja gemein, da ist es ja undankbar, wenn ich das. Nein, schreib genau auf, was du von dieser Person fühlst. Wie ist dieser Mensch für dich? Dabei spielt es keine Rolle, ob er irgendwie aufopfernd für dich da war, sondern wie ist er heute für dich? Weil es gibt Menschen, die sehr viel für uns getan haben, die aber als Gegenleistung erwarten, dass wir bitteschön aus Dankbarkeit uns nicht verändern, dass wir bitteschön auch da bleiben.
wo wir jetzt sind und nicht uns weiterentwickeln, weil die große Sorge haben, dass wir vielleicht aus deren Leben verschwinden könnten. Und das ist natürlich gemein. Viele Menschen haben auch große Sorgen, wenn wir uns weiterentwickeln, oh, dann müssten die sich ja auch weiterentwickeln. Also, und dazu sind sie vielleicht gar nicht bereit. Also auch das ist ein Punkt, warum Menschen uns gerne ausbremsen. Was uns aber jetzt interessiert, ist ja erstmal die eigene Entwicklung. Also vollkommen wertfrei aufschreiben, wie ist der jeweilige Mensch für dich? Petra, Hannelore, Manfred, Thorsten. Rechts daneben motivierend, kraftschenkend, Druck ausübend, behindernd, gibt mir kein gutes Gefühl. Ich fühle mich meistens danach schwach. Zeigt mir, dass er was Besseres ist, also ich was Schlechteres bin. Also all das hinschreiben. Du wirst zu jedem Menschen etwas finden, wenn du nur reindenkst, wie fühlt es sich denn an? Okay, wenn du das gemacht hast, lass dir da ruhig ein bisschen Zeit dazu. Wenn du das gemacht hast, nimmst du nun zwei Farbstifte, einen grünen und einen roten. Und nun umkringelst du all diese Menschen, die eine wundervolle Eigenschaft in dir auslösen, also mit Grün, also die dir Kraft schenken, die dir Energie geben, Mut schenken, die dich unterstützen, die dich fördern, die dich toll finden, die glauben, dass genauso wie du bist, du richtig bist. Also die werden alle mit Grün umkringelt. Und all diejenigen, die eher bremsend auf dich einwirken, die dir das Gefühl geben, du bist nicht richtig so. Wo du anschließend das Gefühl hast, oh, da bin ich aber müde, wenn ich den getroffen habe. Anstrengend. All die Menschen bekommen einen roten Kringel. Die umkringelst du rot. Und nun wirst du feststellen, dass du auf deiner Liste hast du nun alle grün umkringelt und rot umkringelt. Und nun machen wir Folgendes. Nun nimmst du die roten, die dich bremsen, die für deine Entwicklung nicht förderlich sind, die gerne möchten, dass du da bleibst, wo du bist, bekommen auf eine neue eigene Liste geschrieben. Und all die Grünen, die kraftvoll für dich sind, die dich fördern, die dich unterstützen, die dich zum Lachen bringen, die humorvoll sind, wo du deine Lebensfreude wiederentdeckst, die an dich glauben, die da überzeugt davon sind, dass du mehr kannst, all die kommen auf eine andere Liste. Nun hast du also zwei Listen, eine rote und eine grüne. Und nun kommt der eigentliche Trick. Das erste ist mal natürlich, dass uns zum ersten Mal bewusst wird, diese Menschen bremsen mich, diese Menschen fördern mich. Wir haben wahrscheinlich bis zu diesem Zeitpunkt noch nie so klar bewusst uns beide Seiten betrachtet, sondern wir sind einfach von Tag zu Tag immer weitergegangen. Haben den getroffen und den getroffen und den getroffen und haben uns gefühlt und nicht gefühlt und haben nicht darüber nachgedacht, dass wir ja eigentlich über unsere Zeit selbst entscheiden können. Und dementsprechend war vielleicht unser Leben ein bisschen so wie so ein Schlingern zwischen, oh, geht's mir schlecht, oh, Hoffnung, oh, den doch nicht. Und wir gingen immer hin und her. Also wir haben nie eine gerade Linie gezogen, wo unser Ziel ist. Wir haben also eine Liste derjenigen, die uns bremsen, eine Liste derjenigen, die uns motivieren und fördern. Und nun tun wir Folgendes. Jetzt überlegst du dir mal auf der grünen Liste, also da, wo die Menschen dich unterstützen und fördern und die Kraft geben, wen von diesen Menschen möchtest du gerne in der kommenden Woche 20 Minuten mehr von deiner Zeit geben? Das ist nur relativ einfach, diese Übung. Und wem möchtest du auf der anderen Seite, da wo die Menschen sind, die dich bremsen, wem von diesen Menschen möchtest du gerne 20 Minuten deiner Zeit entziehen? Und deswegen ist es ganz wesentlich, dass du dir die leichteste Person herausnimmst. Also wo fällt es dir am leichtesten, diesen Menschen diese Zeit zu nehmen? Also fang bitte nicht bei den Schwersten an. Deine Eltern werden wahrscheinlich ein bisschen kompliziert sein. Oder auch vielleicht dein Chef. Aber wir haben ganz viele Menschen und Freunde und Bekannte, wo wir sagen, ach so, mit der gehe ich ja normalerweise Kaffee trinken oder die treffe ich ja irgendwo regelmäßig da. Dass wir einfach mal, oder die rufe ich dann immer an oder so, dass wir einfach ganz bewusst sagen,
Diese 20 Minuten nehme ich von diesem Menschen weg und gebe sie dem Menschen, der mich motiviert und fördert. Der ganze Trick dabei ist, dass wir es bewusst machen. Also es nützt gar nichts, wenn wir einfach so sagen, ach so, ja, da habe ich ein bisschen weniger Zeit und da ein bisschen mehr. Das verändert gar nichts. Denn die Hauptsache, die jetzt passiert, wenn wir es bewusst machen, wenn wir also ganz klar 20 Minuten am Dienstag treffe ich diese Person nicht, ich telefoniere nicht mit dieser Person oder ich verkürze es und gebe ganz bewusst einer anderen Person, die wir vielleicht ganz bewusst deswegen anrufen oder ganz bewusst Kontakt machen, diesen Menschen gebe ich diese 20 Minuten. Und das müssen wir notieren, nicht nur auf dieser Liste, sondern bitteschön vielleicht auch sogar in unserem Kalender, in unserem Terminkalender. Und das kannst du ja auch verschlüsselt schreiben, falls jemand andere das auch mitlesen kann. Einfach nur P-20 plus 20 und dann drunter schreibst du, was deine Erfahrung ist, wie es sich anspürt. So. Und was nämlich passiert ist, dass wir unser Gehirn umtrainieren. Zum ersten Mal lernt unser Verstand, ach so, ich kann das ja beeinflussen. Bisher haben wir immer geglaubt, wir sind Opfer der Umstände. Wir können nichts daran ändern. Und zum ersten Mal in unserem Leben bekommen wir das Gefühl, du kannst es verändern. Es ist in deiner Hand. Du baust dein Umfeld. Und das ist deswegen so genial, weil wenn unser Verstand das lernt und gleichzeitig noch, deswegen ist Aufschreiben so wichtig, wir notieren, wie es sich anfühlt. Also wir eine neue Erfahrung schaffen. Und wir diese Erfahrung speichern, dann haben wir plötzlich unseren Verstand und unser Gehirn auf unserer Seite. Denn wenn es sich so toll anfühlt, meistens, wenn sich etwas toll anfühlt, schüttet das Gehirn Endorphine aus, Glückshormone. Und unser Gehirn möchte gerne weitere Glückshormone haben. Es möchte ja glücklich sein. Wird diese Aktion irgendwann auch automatisiert werden und intuitiv gestaltet sein. Das bedeutet, wenn wir das tun, einmal, zweimal, dreimal, viermal, wird unser Verstand bald kommen und sagen, wen gibt es denn noch auf der Liste? Was ist denn die zweitleichteste Person, wo wir auch 20 Minuten wegnehmen können und einer anderen Person geben können? Und du wirst plötzlich feststellen, dass da ein Shift stattfindet, eine Bewusstseinsveränderung stattfindet und dein Leben tatsächlich reicher wird, du dich wesentlich selbstsicherer fühlst, ein stärkeres Urvertrauen bekommst. Und du spürst plötzlich, wie es sein könnte, wenn du ein Umfeld hast, das dich liebt, das dich mag, das dich unterstützt, das dich fördert. Das ist genial. Das ist außergewöhnlich, weil unser Leben nicht nur so wieder so viel Freude macht, also Lebensfreude aufkommt, sondern wir auch plötzlich Mut und Kraft schöpfen, voranzugehen. Also, und du wirst sehen, in 3 Monaten, 4 Monaten, 5 Monaten werden einige von der Liste plötzlich vielleicht sogar ganz verschwunden sein und andere Menschen in deinem Leben aufgetaucht sein und plötzlich stellst du fest, wie angenehm leicht ein Leben sein kann. Bedingung ist aber, dass wir es bewusst machen. Wenn wir es einfach unbewusst machen, nebulös, einfach irgendwie, ja, da habe ich doch letzte Woche, passiert nichts, weil wir unser Gehirn nicht umtrainieren. Das Wesentliche ist, dass wir unser Gehirn trainieren, damit diese Erfahrung auch automatisiert werden kann. Damit wir intuitiv in 6 Monaten, 8 Monaten zu Menschen hinstreben, die uns unterstützen, die uns fördern. Und jetzt kommen wir wieder zurück zu unserem Ursprung, wo unsere Wolke war, wo wir gesagt haben und gedacht haben, ich muss hart arbeiten, um Geld zu verdienen. Oder wo wir gedacht haben, ich bin nicht liebenswert. Diese Anschauung und diese Annahme, dass unser Leben weiterhin so funktionieren wird, wandelt sich ebenfalls, weil wenn wir Menschen haben, die uns unterstützen und fördern, werden wir sehen, dass wir plötzlich auch langsam von unserer Lebensanschauungswolke tatsächlich langsam in andere Lebensbereiche hineinschiften, wo all das möglich ist, was wir bis jetzt im Moment nicht für möglich halten. Das heißt, wir vermischen uns vielleicht nicht unbedingt mit der Wolke, wo die sagen, oh, Leben ist einfach und easy, aber wir schaffen plötzlich eine andere, neue Wolke mit anderen Menschen, wo wesentlich mehr möglich ist. Wie gesagt, es gibt Millionen von Lebensanschauungswolken und wir müssen nur schauen, in welcher Wolke möchte ich denn sein.
Und du wirst bald feststellen, dass es sich super lebt, wenn wir tatsächlich es selbst in der Hand haben, wie wir unsere Lebensanschauungswolken, unsere Lebensblasen, so wie unser Leben sich entwickelt, wenn wir das selbst in der Hand haben. Und da möchte ich natürlich auch ganz gerne unsere Plattform Happiness House erwähnen, denn die haben wir aus diesem Grund gegründet. Da haben wir eine Community, eine Gemeinschaft, die genau das tut. Die unterstützt sich gegenseitig täglich. Sie schreiben sich und dann gibt es Austausch, dann können sie live miteinander reden, wir reden dort live. Also genau da passiert dies ständig. Also falls du auch denkst, wow, wie treffe ich denn ganz neue Leute, die vielleicht sogar in meiner Gegend sind. Manche treffen sich sogar physisch. Da gibt es Treffpunkte, die man ausmachen kann. Wenn du Lust darauf hast, dann schau doch mal einfach bei Happiness House vorbei. Denn das ist da wirklich genial. Das gibt es jetzt schon einige Jahre und ich darf voller Glück sehen, wie tatsächlich Menschen beseelt sind und neue Bekanntschaften machen, neue Freunde machen, neue Interessensgruppen machen und wie schnell Entwicklung dann möglich ist. Also, ihr Lieben, ich danke euch für eure Zeit, für euer Interesse. Ich hoffe, dass ihr diese Übung wirklich bewusst macht und schreibt bitte auch hier unten in den Kommentaren rein, wie es euch geht. Schreibt Fragen hinein, aber schreibt auch Antworten hinein, denn die meisten von euch haben ja auch unglaublich tolle Antworten. Also diskutiert auch hier unten unter dem Video ein bisschen und wenn du magst, dann abonniere diesen Kanal oder sag anderen, dass sie diesen Kanal abonnieren können, dass ich mich darüber sehr freuen würde. Also, vielen Dank für eure Zeit und ganz, ganz viel Erfolg. Alles Liebe, euer Pierre.